Heute befinde ich mich hier in Frankfurt bei der Rückkehr der großen Tennislegenden. Und wir haben hier auch schon den Physiotherapeut. Entschuldigung. Oh, das ist gut hier oben. Da habe ich ja schon lange eine Massage gebraucht, gerade an diesem. Der Bund ist ja Zeit. Obwohl, es sieht also ziemlich, alles ziemlich weich aus. Plastisch. Ja. Da müssten Sie mal ein Stück höher kommen. So, ja, vielen Dank. Ich viel Glück. Herr Effenberger. Herr Effenberg, ja. Ach, der sitzt. Nein, der nicht, ja. Der andere. Sehr gut. So, gleich ist es soweit. Gleich werde ich hier mit Mansur Bahrami auf den Platz gehen. Kann ich auch. Karl-Uwe Steen. Ich habe die Hose von Karl-Uwe Steen. Oh, ja. Die habe ich geliehen bekommen. Die Hose hat mir Karl-Uwe Steen. Ja, ja, kriegst du zurück. Ja. Allerdings mit braunen Streifen. So, guten Tag, liebe Tennisfreunde. Herzlich willkommen hier in der Frankfurter Festhalle. Sie werden in wenigen Augenblicken ein Tennisdoppel der Weltspitzenklasse sehen. Die Herren Borg, McEnroe, Bahrami und Raab treffen sich. Und natürlich könnte man jetzt viel sagen über McEnroe, über Borg und Bahrami. Ich habe mir aber viel Mühe gegeben und habe die größten Erfolge von Stefan Raab aus dem Archiv herausgeholt. Hier sind sie alle aufgelistet. Und ich denke, es wird jetzt so langsam Zeit, dass wir uns dem Match zuwenden. Das ist Stefan Raab, tatsächlich. Er läuft hier ein, wird erstaunlicherweise mit einem freundlichen Applaus begrüßt von den 3000 Zuschauern. Okay, we start. So, jetzt geht's los. Geht los jetzt. Aufwärmphase. Man spielt Tiebreak, was auch besser für Stefan Raab ist. Denn die komplizierten Tennisregeln, Sie wissen es, 15-0, 30-0, 30-15, das würde vielleicht dann doch einen deutschen TV-Moderator überfordern. Bahrami erklärt Raab nochmal, wo der Ball rein muss. Das ist sehr gut. Borg, Raab, McEnroe, Bahrami. So lautet diese Partie. Come on! Come on! Fuck you! Bitte? Das kann sich ein John McEnroe nicht gefallen lassen. Er wirft den Schläger weg, völlig zu Recht. Das sind sonst seine Worte. Was ist das ein Joke? Joke! Joke! Und erstaunlicherweise, John McEnroe gibt nach. Zweiter Aufschlag. Der ist gut. Was ist das für ein Schlag von Stefan Raab? Ein Hilfsschlag! Und so sieht man aus, wenn man ein Tennis-Hilfsschüler ist. Und jetzt wird es ernst, denn der Ball bleibt mal eine längere Zeit im Spiel. Vorhand, Rückhand. Und dann ist Raab getroffen! Getroffen ist Raab! Ui, Glück, dass er da unten reinging und nicht vor den Kopf. Das scheint er jetzt auch zu denken. Und McEnroe zeigt, wie man nach einem solchen Treffer weiterhin aufrecht gehen kann. Ah, elegant, wie er hier den Dreck aus den Rillen herausschlägt. Ein bisschen schizophren, denn das ist natürlich ein Kunststoffhallenbelag. Aber Moderatoren sind manchmal schizophren. Auch McEnroe wirkt ein bisschen verunsichert. Und dann dieser Aufschlag. Genial. Überhaupt keine Chance für McEnroe, an den Ball zu kommen. Da reagiert McEnroe ein bisschen überheblich. Und er kriegt ihn. Das ist keine Überheblichkeit. Das ist einfach Tatsache. Auch wenn letztendlich der Punkt an Borg Raab geht. Und was passiert jetzt? Jetzt lassen sie Raab ganz bewusst nicht mitspielen, habe ich den Eindruck. Sie schneiden ihn. Und Raab wird auch ein bisschen nervös. Versucht jetzt, um jeden Preis an den Ball zu kommen, kommt auch ran. Ein gefährlicher Schlag, ein sensationeller Schlag und Raab macht den Punkt. Oh, also das ist hier Tennis, wie ich es ganz selten in meiner Sportreporterlaufbahn gesehen habe. Hier nochmal die Situation. Jo. Also langsam wirkt das ein bisschen an. Und dann ist er mal angespielt und hat keine Chance. Versucht,
Borg den Fehler zuzuschreiben, aber das war eindeutig der Fehler von Stefan Raab. Ja, hier in Frankfurt sieht es ein bisschen nach Regen aus, deshalb könnte es eine Unterbrechung geben. Oder es sieht nach Ukulelen aus, führt aber auch zu einer Unterbrechung hier in Frankfurt.